Ich bin Inga Häuser und ich habe die letzten Jahre bei der Naturschutzjugend Baden-Württemberg gearbeitet und habe das Grüne Wegenetz geleitet, ein Projekt, was von der Stiftung Naturschutzfonds gefördert wurde. Das Problem für die Wildtiere ist, dass sie ganz schlecht nur noch von einem Ort zum anderen kommen. Also wir haben Straßen und Schienen, zum Teil haben wir auch kanalisierte Gewässer und die hindern Tiere am Wandern. Also sie müssen von einem Ort zum anderen kommen, weil sie jetzt einen Partner suchen oder weil sie wegen dem Klimawandel ausweichen müssen zum Beispiel. Und wenn es da keine Verbindungslinien mehr gibt, dann sind die einzelnen Gebiete halt voneinander isoliert. Wenn da irgendwie eine Krankheit ausbricht oder irgendein schlechtes Umweltereignis, dann kann es im schlimmsten Fall dazu führen, dass lokal eine Population erlöscht, also ganz ausstirbt. Und dann ja auch dieser Lebensraum gar nicht mehr neu besiedelt werden kann.